Es geht wieder weiter im Splatfest World Premiere. Diesmal werde ich wieder eine andere Waffe benutzen. In diesem Fall der gute Klecksroller, mit dem man halt andere Varianten zum Kämpfen. Und ja, wieder mit den üblichen Leuten. Und ja, lasse die Konversation wieder beginnen. Wer ist gemutet? Sophia. Ja, ich muss ja immer mal meine Atmung machen, deswegen. Wenn ihr dazwischen redet, habe ich ja nur die bessere Option, mich kurz zu muten. Mach doch einfach so, wie man machen kann, einfach durch. Du musst rein. Auf jeden Fall noch auf dein Häkchen drücken. Ja, ich vergesse das immer, das ist so schlimm. Sophia, ja, Mann. Reaction auf Germy Boss Best of und der Großmeister. Stimmt, ich finde so was Besonderes. Ich stehe generell ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe jetzt die 4 Parts vom Splatfest, die ich noch machen muss, innerhalb dann der, vielleicht am Wochenende mindestens dann 2 und dann laufende Woche auch noch davon noch was hochladen, weil ich krieg's bestimmt nicht gebacken, 2 Videos jeden Tag sofort hochzuladen wegen Bambusleitung und dann muss ich noch ungefähr 2 Parts oder 3 Parts von Splatoon im Story-Modus und einmal die Amiibo-Herausforderung aufnehmen und dann ist das Let's Play fertig. Also bevor Splatoon 2 rauskommt, dass das LP fertig ist von Splatoon 1. Okay, was passiert denn nicht? Wenn nicht, das wird ein Satz jetzt. Dann sind wir jetzt alle Helm, also dann kommen wir in jedem Video vor. Nee, wenn nicht, dann spielst du mit dem Trilogie durch im Let's Play. Das sind knapp 300 Parts, wenn du langsam bist. Okay, Leute, da habt ihr es gehört. Das wird jetzt meine erste offizielle Wette sein. Also ich möchte schon Geld haben. Ich hab mit Metroid nichts am Hut, aber die Wette nehme ich gerne an. Wenn du langsam bist, dann. Ich hab's jetzt nicht so genau gehört, weil es andere Leute tatsächlich schon gelabert haben. Es war auf jeden Fall irgendwas mit Metroid Prime 3 oder 4, eins von beiden. Prime Trilogy durchzocken und aufnehmen. Also kaum redest du mit Leuten während der Aufnahme, ja, sofort ziehst du Wetten ab. Ja, kaum redet mit mir, sind die Wetten da. Ja, genau. Ist echt so, ey. Ohne Witz. Ich hab's übrigens im Klecksroller, ne? Selbst, ja, haben wir gemerkt. Hier finde ich den Klecksroller sogar hier ein bisschen besser, ja, weil man so dann mit zwei Arten hat zum Angreifen. Lukas hat gesagt, es mutet was. Lol. Wenn du in der Luft bist, dann schlägst du vorwärts und wenn du auf den Boden schlägst, schlägst du normal. Ja, sofort gestört. Wollen ist natürlich gestört? Okay. Nee, gestört. Nee, na, ich war halt tot. Hat gestört. Weil ich mal nach Hilfe oder so. Ey, schon wieder gestorben. Da ist ein Sniper. Es ist ja, der Sniper steht da echt gut. Der kann aber wohl snipen. Deswegen ist ja, ich kann auch kein Roller spielen, also von daher. Und jetzt ist immer noch ins Bett fest. Ja, pass auf. Ja. Achtung, Schlammraketen. Ich merk's, ich muss gleich auf meinen Ladekabel reinmachen. Ich werde erst jetzt echt tatsächlich wie viele Ultis abgucken von Overwatch. Ich spiele kein Overwatch von daher. Boah, jetzt wäre ich fast runtergeflogen, ey. Splatoon 2 und Overwatch beklauen sich gegenseitig. Was machst du denn da? Käfer. Alter, ich krieg keinen Kill mit dem Baller. Ich glaube, ich wechsle die nächste Runde. Ja, der geht jetzt zu uns im Spawn, pass auf. Nein, den ist der ist eigentlich staun gewesen. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Mann! Von was? Ach, das ich hätte fast die Spitze getroffen, ey. Ah, so verdammten Schwammraketen. Okay, der das okay, einfach ist. Wir werden gerade gespawnt. Die Folge schneidest du raus. Ich werde nichts dergleichen tun. Doch. Die Wette muss da drin sein, Käfer. Ja, dann schneidest du das raus und sagst. Boah, ich hab die Sniper. Wir haben Internetprobleme, wir haben die Runde aber souverän gewonnen. Ja, genau. Ohne Gegenarbeit. Also, was schon mal nicht mal. Weil übrigens, wenn schon Runde und nicht die komplette Folge. Ja. Nee, doch die komplette Folge. Ja, nein, das bringt mir ja gar nichts. Du überleg mal bitte jetzt. Was? Oh, dieser dreckige Sniper, ne? Ja, erledigt! Ja, kommt ein anderer! Und tötet natürlich mich! Ah, gegen Kommod! Ja, hätte er nicht seine scheiß Ultra eingesetzt, hätte ich ihn lang gibt. Ich werde es in den Aufnahmen sehen, ich bin sowas von übersteuert irgendwie, ey. Ich merke den Pegler, der ist ganz auf Maximum.
Der Sniper! Sniper, ey, aber. Tötet den! Ich hab's geschafft. Ich wechsle mal meine Waffe. Das geht so gar nicht. Auch Sniper. Ich würde jetzt nochmal gerne meine Waffe wechseln, aber nee. Ich bin am überlegen, ob ich mal so, meinen... Das war's für die Folge, kein Roller mehr. War's, 3 Minuten. Ich bin am überlegen irgendwie, ob ich bei dem letzten Part überhaupt die Sniper nehme überhaupt, ey. Ich glaube nicht. Sag einfach, switch durch und cut einfach raus. Doch egal, ich bin für irgendwelche Waffen. Ja, Mann, ich wechsle jetzt mal zu Sniper. Ah ja, stimmt. Dann krieg ich genauso wenig Kills. Nein, nicht bereit drücken. Kein Roller mehr. Jetzt haben wir 4 verschiedene Waffen. Ja, Mann. Das ist sogar sehr gut. Hoffe, dass Rennen mit Sniper gut umgehen kann. Sniper ist auch scheiße, ich kann keinen Sniper. Junge, ich kann auch keinen Sniper. Du kannst trotzdem Sniper besser als ich. Ich kann irgendwie keine. Ich kann keinen normalen. Aber ich mag. Ach Mann, dieser Scheißversprecher. Sowas schneide ich raus. die nochmal anderen Sniper wie Sepiato, Alpha, Gamma, wie die anderen Varianten heißen. Aber die benutze ich sogar. Ja, die benutze ich sogar etwas besser. Also, wenn die Sniper Instabot machen, dann kann ich die Sniper spielen. Instabot. Ja, Rin, das habe ich ja letztens gemerkt, ne? Ja. Ich war ja früher Sniper-Main, aber dann kam der Instabot. Also ich finde, man kann auf der Perlmutt-Akademie aber viel besser snipen. Oh, Raidencast, da Podcast, zweimal aus Destiny-Cast. Juhu, herzlichen Glückwunsch, toll. Ich bin raus, Kepper. Sniper 101 gegen Juhu war bei mir, ich nutze nur Insta. Grüße gehen raus an Yannick, der in Hamburg hockt und nicht zocken kann, Kepper. Ja. Ach ja, der hat doch eben schnell geschrieben, dass wir die fertig machen. Nein, dann lass mal. Also, ich muss mich auf meinen Duo-Klexer konzentrieren irgendwie. Ich bin damit schon gut drauf. Ich hab Raiden und Drabos jetzt geschrieben. Oh, da spreche ich deinen Namen gerade falsch aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung, auch nicht. Destiny-Cast-Server von daher. Da, schon besser. Schon mal den ersten gekickt. Und den auch schon mal mit dem Raketen-Chat. Ah, okay, die Raketen haben ich finde den Duo-Klecks sind einfach viel besser als mit dir, lieber andere, aber ey. Hab Raiden noch nicht perfekt. Ich muss sagen, das Ziehen finde ich sogar leichter als Sniper hier. Hab ich. Wirklich? Nice. Ja, ich finde es angenehmer als bei Splatoon 1. Okay. Ja, ist echt so. Naja, ich habe bis jetzt nur bei der Testfire nur einmal da zockt, also, na, die Steuerung fand ich schon dieselbe. Was hab ich für Bomben? Ah, okay, normal, Klecks-Bomben. Geh weg hier! Später. Das irgendwo hoch. Ah, Assist. Na gut, besser als nichts, ne? Hauptsache wir gewinnen die Runde, ich hab nicht ganz groß in den Chat geschrieben. Ah, nein. Wer kann hier? Der hat mich getroffen, obwohl ich meine Skills gemacht hab. Ich kann das Ding auf jeden Fall nicht bewegen, okay. Aber ich kann snipen. wenn du Z. Also du kannst es bewegen, wenn du aufhörst zu schießen. ZR gedrückt halt und dazu gehen, dann kannst du ein bisschen lauter auf Geladung. Oh, okay. Aber das ist jetzt schon heftig, dass wir im Gegnerteam Fluch CSC-Leute sind. Alter, ich treffe allgemein schön. Das Sniper. Wir haben allgemein schon viele Leute gefunden. Ich hab Sniper. Oh, um die Ecke weiter getroffen. Wahrscheinlich aber echt nur so, dass man mit nicht gute Vierer diesen Kuchen, also nicht viele. Nein, bin ich dumm. Na, nur angehittert, verdammt. Naja, egal. Lebt irgendwer von euch? Ja, das hier ist nicht weit zu. Also ich schon. Nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen. Hab sogar noch einen mit der Klecks getroffen. Ey, Alter, ich finde die Sniper geil. Sag ich ja. Ey, ist der Typ 2 neben Sniper. Und das will ich sehen. Und der Doppler. Holke heißt, Rin entscheidet sich innerhalb von 3 Minuten dazu, dass Sniper von Sniper scheiß Sniper toll. Ja Mann, ich treffe Leute damit! Hab ich dann noch Assist? Ab und kommt Leute! Oh, es leckt gerade ein bisschen, das ist nicht okay, gut. Okay, ich bin gestorben. Ey, verdammt, ich bin Alter, auch gerade gestorben. Alter, Sniper ist geil. Ist die wirklich so mega geil? Sniper ist echt geil. Ist der Typ 1 kann ich gar nicht snipen. Leute, ich glaube, wir haben das Sniper verloren. Das können wir langsam noch verloren. Es sieht knapp aus. Mitte gehört uns und na gut, naja, egal, passt schon. Nee, ohne Scheiß, Sniper ist echt geil.
Mhm. Ah, ich glaube. Ah, 6-2, man sieht's, ich spiele wieder mit du, Klickster, und schon bin ich besser. Ich bin schon mit Sniper, mein Rekord bei Splatoon 1. Und irgendwie 10 Lose. Naja, gut, dann ich werde mal eine Runde mit Sniper zocken, mal schauen. Ich glaube, das habe ich bei der Testfeier, habe ich das, glaube gar nicht klar gezockt, ey. Ah, ne, einmal. Aber das war's auch schon wieder. Ja, das ist ja alles auf Roller, weil. Ich hatte ja zweimal Kleckser und Sniper, toll. Was für eine Kombi. Ja, klar. Und wir warten wieder. Alter, ich werd Sniper-Profi. Eindeutig. Season Case, ich sag schon alles. Roller frisst nie wieder an, jetzt mit 5-2. Ich finde die crap. Naja, außer dass du vertikal nochmal da zuschlagen kannst. Da kann man nach vorne. Also in so einer Linie. So, aber da kannst du mehr Gegner hitten oder so sogar, finde ich. Nachricht löschen! Okay, gleich kommen unser eigene Team wieder. Also. Na, auf jeden Fall safe. By the way, sollte ich mal mein DS aufheben, den ich runtergeschmissen habe, weil ich mein Ladekabel geholt habe. Ich finde das sowieso richtig schlecht. Oh! Kuchen, zweimal hintereinander. Ich wollte eigentlich erwähnen, dass ich es lächerlich finde, warum man so lange warten muss, wenn sowieso nur das eigene Team kommt. Aber ja, ich habe nichts gesagt. Nicht beschweren, Saphir. Genau. Man kennt ihn. Leute, wir haben jetzt zwei Matches mit Kuchen gehabt und wir haben zweimal verloren. So Windgut ist man 100% gegen die. Wie ich mir dachte, das ist genau dieselbe Steuerung und auch die Art davon wie im ersten Teil. Ich kann nie mit Sniper umgehen, ich werde das auch nie lernen. Das konnte man mal snipen, aber abverlernen. Du kannst halt in die Tinte gehen und die behalten die Ladung etwas für ein paar Sekunden. Ach ja, genau, ja. Diese Akademie sieht schon nice aus. Mach die wieder so stark. Okay, beide sind rechts. Ich hol den Sniper irgendwie, oder nicht? Ich hab ihn! Warum Platz hat komplett umsonst angesetzt? Also man behält sich nur Tinte. Wieder Dreiecksbombe getroffen. Ah fuck, der Blas, der ist einfach nicht. Jetzt kommt der Glicklex-Kontent. Hat mich jetzt noch nicht gesehen? Sei still. Passt so. Hätte niemand bemerkt. Ja, getroffen. Kill Flow. Den David Thron mit der Sniper. Vorne bei denen. Ja, ich hab hier gerade hinten etwas rum, weil das haben wir komplett vergessen. Ja, ich werde euch mal verfolgen. Direkt in Spawn. Scheiß drauf. Ja, wir gehen einfach. Wir spawn-trappen einfach. Oh! Was für ein Quickscope, Alter! Ey, manchmal habe ich so einen richtigen Lack. Ich bin tot. Naja. Naja, richtig wenig gefärbt. Weißt du nicht, was das ist? Ja, deswegen, ja, bin ich auch hier hinten. Ja, aber du hast keinen Scope, deswegen kein Quickscope. Ja, naja, nur ganz kurz gezielt und dann sofort gefeuert. Ja, aber das ist kein Quickscope. Ja, eigentlich ja schon. Naja, gut, wenn du meinst. Die schlaue Meier sind wieder anwesend. No Scope ist ja, wenn du auf den Boden ziehst, hochziehst und dann einfach gepressen die Scope. Naja, wenn du einfach zielst, ja. Du machst das Moment ins Splatoon halt. Ja, Quick Scope ist aber nur ganz zielen und schießen. Ab Double Kill. Aber nice, ich komm. Ja, ich arbeite noch so ein bisschen an der Defensive. Weil Sniper und so. Pass auf, Hilfe. Aber ein angehittet zumindest mit dem. Hochzufällen. Ja, der Name ist so legendär. Von? Hochdruck verunreinigt. Ja, ich kann auch benutzen. Hab einen. Pass auf, der Sniper. Aber die Steuerung davon finde ich so kacke. Man kann nicht so direkt steuern damit, das finde ich ein bisschen doof. Ich hab Angst. Einer geht zu uns hoch. Hast du ihn? Nein, ja, ich hab ihn nicht gesehen. Hab ihn. GG. Ich hätte den Sniper eigentlich killen müssen. Egal, das geht mit mir. Ah, weiß, verdammt. Der nicht nämlich enttäuscht. Verdammt, der Scheiße. Ich werd echt gut mal Sniper.
Also es ging bei mir, aber es war trotzdem schlecht. Die Runde war ich eigentlich ganz gut, glaube ich. Warte, meine KD. Leute, das ist 4-2, na okay, und na okay, gut, es geht. 4-2 ist okay. 11 Kills und 1800 Punkte, das geht fit. 3 Points noch, Reicher. Wie viel bei dir noch, Sophia? Also ich habe 13 Punkte von 50. Ich habe 48 von 50. Und Luca? Ja, das war ein spontaner Bruch. Sorry, aber ja, für die Leute ist jetzt manchmal so ein bisschen doof. Aber werde ich erstmal wieder hier Schluss machen. Ich werde hier schon mal die Waffe nochmal wechseln. Manchmal ist es voll doof. Du kannst, ich weiß, es hört sich total übersteuert an. Ich werde es in den einzelnen Aufnahmen sehen. Es ist total übersteuert. Es ist wirklich so. Aber ja, was nehme ich, ne? Ich werde nochmal bei dem normalen Klicks nochmal machen. Und ja, das war's mit dem Part. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oh, ciao Leute, macht's gut.